Willkommen zurück bei den Wolfs. So. Wir sind jetzt wieder bei dem Bemusterungs... Guten Morgen, Schatz. Guten Morgen. Bei dem Bemusterungscenter. Ich fussel mir gerade noch kurz die Hose ab. Und ja, es geht jetzt rein. Und heute erfahren wir den Preis von unserem Haus. Also mit allen Extras oder Aufstockungen, die wir gestern gemacht haben. Und ja, wir sind sehr gespannt. Gucken also heute mal, was heute dann so mal die rauskommt. Summe. Ja, das heißt, wir werden euch gleich auch mal sagen, was unser Haus so kostet und was dann auch so drin ist. Und jetzt geht's aber erstmal rein und wie ihr sehen könnt, es regnet draußen. Den ganzen aber Tag es, schon. Ja, es soll aber jetzt besser werden. Was ist so ein fieser Regen, ne? Es ist so ein Fisselregen, den man nicht auf der Haut haben möchte. Das in ist den so, Haaren? Ja, auch nicht in den Haaren, eigentlich gar nicht. Kaugummi? Ja, Kaugummi nehme ich noch. Merci. Okay. Wir haben gerade den Preis genannt bekommen. Ja. Und der Preis... Der Mehrpreis. Der Mehrpreis obendrauf. Beruht sich wir auf... zahlen müssten für das, was wir uns ausgesucht haben, beruht sich auf 60.000 Euro. Und jetzt hat der Tobi gestern eine ganz, ganz tolle Treppe zusammengestellt. Und die Treppe steht da. Genau. Und allerdings... Warte, Moment. Wir wollen ja so einen skandinavischen Look haben im Haus. Super hell. Ich zeig mal erstmal, ich fange erstmal mit der Fliese an. Das hier ist unsere Fliese. Das habt ihr ja gestern schon gesehen. Und dann haben wir da drüben, wo die Dame drauf steht, da filme ich jetzt nicht hin, den Parkett. So. Und dann habe ich diese Treppe zusammengestellt, die ihr hier seht. Das ist eine Stahltreppe mit Glas, Edelstahl und weiße Fliesen. Weiße Fliesen? Du meinst weißes Holz, weiße Treppenstufen. Genau. So. Und dann haben wir gerade den Preis genannt bekommen von dieser Treppe. Denn diese Treppe ist nicht nur die Treppe, sondern wir haben oben auch noch die ganze Galerie. Und damit natürlich niemand runterfällt aus der Galerie von oben, brauchen wir natürlich quasi nur diesen Bereich hier mit dem Glas. Und das angefragt soll 17.300 Euro kosten. Für eine Treppe. Für eine Treppe mit ein bisschen Absturzsicherung. Genau, und da haben wir jetzt gerade gesagt, das ist uns definitiv zu viel und haben jetzt überlegt, wie könnten wir es anders machen. Und wie können wir es schön anders machen? Jetzt könnte man sagen, ja, nimm doch einfach eine Holztreppe und mit Dingens. Also dann wäre es dann das hier. Oder das hier. Oder. Das kann man jetzt auch nehmen, komplett. Ne? Bloß uns hat das filigrane gefallen. Das ist halt alles irgendwie so. Zusätzlich kann man die Treppe auch nicht schließen. Also sprich, so was. Genau, also Maren wollte natürlich auch. Ja. Ja, klar. Also Maren meint natürlich das hier, das Schließen. Moment, ich warte mal kurz. So. So, sorry, kleine Fotosession eingelegt. So, auf jeden Fall haben wir uns dann, hat mich das auch ein bisschen gestört, weil der Kratzbaum steht unter der Treppe. Das, ja, es soll halt irgendwie, wenn man reinkommt, nicht direkt so Kratzbaum und man sieht. Machen wollte so ein eine amerikanische geschlossene Treppe haben. Genau, um es kurz und einfach zu machen. Das jetzt war die tolle, schöne Lösung. Aber 17.000 Euro ist auch irgendwo ein bisschen too much. Wobei man die nicht schließen konnte. Das hat mich ja auch ein bisschen genervt. Aber jetzt haben wir uns für etwas entschieden. Das ist ja unser Fußboden. Ja. Dieser wunderschöne Fußboden, den hat der Tobi ja. Das ist der Fußboden. Und das ist die Treppe, die wir nehmen. So nehmen. Also genau so, wie sie ist. Und genau, so wie sie ist. Das, müsst ihr euch das Teil müsst ihr euch wegdenken, denn wir haben nur an einer Seite Geländer, auf der anderen Seite ist natürlich Wand. Das heißt, es ist jetzt nicht so in diesem ganzen Bild zu drücken, sondern schon relativ offen. Und das wäre unsere Treppe und sollen wir euch mal den Mehrpreis sagen, mit Geländer oben zur Absturzsicherung in der Galerie? Und 2.000 Euro. 100 Maximum. Ja. Also... Ne, 2,5 haben oder wir, 17,5. Haben wir 15 Mille jetzt gerade mal gespart. Einfach so. Aber das ist auch das Schöne daran, man geht einmal alles durch, man sucht aus und dann kommt man am nächsten Tag wieder und hat sich Gedanken darüber gemacht. Und dann weiß man auch ganz genau, okay, hab mir Gedanken darüber gemacht, will ich das nicht. Und ich weiß nicht ganz genau. Also ich jetzt mal dahingestellt, das ist viel Geld. Es mag Leute geben, die hätten das dafür ausgegeben, aber... Ja, 17.500 Euro für eine Treppe, wo ich nicht schließen kann und wo ich schon so mir sage, ich mache schon Abstriche.
Seite, dann sage ich lieber, nee, sorry, dann nehme ich lieber die, wo ich schließen kann, die genauso schön ist. Und hier kannst du immer noch irgendwie Teppich oder sowas drauf machen, diese Fußdinger. Und zum Beispiel halt, ja. Zum Beispiel haben wir ja auch was anderes gemacht. Wir haben geguckt, dass wir halt wirklich schon auf den Preis gucken. Jetzt mag man vielleicht sagen, ja, Maren und Tobi, wenn ihr dann nachher das Haus seht, so, ja, aber guck mal, wie viel Geld ihr dafür bezahlt habt im Badezimmer. Ihr habt da eine freistehende Wanne oder so. Nein, 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 das ist richtig krass. Wir sind das gestern durchgegangen. Eine Wanne von Villery und Boch. Ja, ich glaube, so heißt die Marke. Ja. Ich hoffe, die halb freistehend ist. Halb freistehend, also sie steht zum Teil an der Wand. Die sollte knapp 3.500 Euro kosten. Und jetzt haben wir von einer anderen Marke, eine schwedische Marke, quasi sagt man dazu, das IKEA der Badewannen. Also ist eine günstige, komplett freistehend. Mit freistehender Armatur. Also wirkt auf euch, wenn ihr sie in einem Video seht, als hätte sie 6.000 Euro oder so gekostet. Die hat einfach 2.000 Euro gekostet. Nee, die Armatur hat noch 800, 2,8. Stimmt, die Armatur hat... trotzdem günstiger. Genau, aber trotzdem günstiger. Und also wir haben schon, wir haben einfach extrem geguckt, dass wir das Schönste rausholen, aber nicht mit dem Preis dahin. Also man hätte noch höher gehen können beim Preis. Fach, auch was die Türen angeht, was, keine Ahnung, was angeht. Höher. Türgriffe, whatever. Und es ist ja letztendlich unser Haus, wo wir auch drin wohnen wollen, ne, und bleiben wollen. Und es war schon klar, dass wir, wenn wir schlüsselfertig bauen, dass wir jetzt nicht alles, nur die Standardmaterialien nehmen, die dann in diesem Preis mit drin sind. Weil dann hätten wir auch die ganze... Ne? Ja, ihr müsst euch vorstellen, in diesem Standardpreis von den 385.000, die das Haus kosten soll, ist das ganze Haus ein Rauchfaser. So, es ist nicht schlimm, aber es ist nicht unser Geschmack. Und für die glatte Tapete kostet es, das sind 680 Quadratmeter mit Decke und Wand, sind fast 8.000 Euro, nur damit wir glatte, also dieses Malervlies und dann weiß haben. Und ja, das sind halt Kosten, das passiert halt, aber ich möchte, wir wollen einfach keine Rauchfaser und fertig. Ja, wir haben vorher gesagt, was uns wichtig ist und ja, jetzt haben wir 15 gespart, jetzt liegen wir bei 45.000 über. Wir wissen noch nicht ganz genau, weil wir die Fenster noch folieren lassen, ja. In Dunkel, so wie es aussieht. Da kommen noch so zwei, drei Kosten dazu, mal, aber alles sehr überschaubar. Liegen wir bei 430.000 Euro. Genau, 430.000 Euro für das komplette Haus. Da ist kein Garten, keine Küche, keine neuen Möbelstücke, falls wir holen. Da ist nur das Haus komplett schlüsselfertig. Da ist kein Pool, da ist kein irgendwas. Genau. Aber wo wir aber auch gesagt haben, wir haben das Grundstück günstiger geschossen. Wir haben damals gesagt, wir geben gerne 180 fürs Grundstück aus. Wir haben das Grundstück mit allen Notarkosten für 100.000 Euro bekommen, was für ein Grundstück 400 Quadratmeter, Leute, günstig ist. Ein Top-Preis ist, günstig. So, hi Leute, wir sind wieder zu Hause. Ich sehe ein bisschen zerstört aus, liegt daran, ich bin im Auto eingepennt. Wie eigentlich immer. Und ja, wir sind wieder zu Hause angekommen. Eigentlich hatten wir heute noch einen Termin gehabt, und zwar beim Küchenstudio. Den mussten wir allerdings kurzfristig dann auf nächste Woche jetzt verschieben. Aber nichtsdestotrotz haben wir heute einiges geschafft. Ja, und es sieht aus wie im Saustall hier. Ja, ich werde mir jetzt eine schöne Badewanne einlassen, dann da das Chaos mal heute beseitigen. Tobi fährt jetzt ins Büro. Der muss dann noch ein paar Unterlagen fertig machen. Und ja, ansonsten waren das jetzt sehr erfolgreiche zwei Tage. Wir hatten ganz, ganz viel Spaß. Es war super aufregend. Und das, also, ist halt jetzt auch ein großer Schritt gewesen. Ne? Wir haben jetzt die Bemusterung gemacht und da wird einem nochmal mehr bewusst, jetzt geht's langsam los. Und für uns war das richtig aufregend und wir hatten auch wirklich eine ganz, ganz, ganz liebe Beraterin, die uns da komplett wirklich durchgeführt hat und jede Frage beantwortet hat. Und ja, total cool. Also wirklich, wir sind mega, mega happy. Und jetzt werde ich meinen Abend, also noch nicht ganz Abend, aber es ist jetzt schon ein bisschen später. Ich werde jetzt auf jeden Fall meinen Abend erstmal einleiten, indem ich jetzt eine schöne Badewanne nehme. Und ja, da jetzt erstmal ein bisschen entspanne. Heute Abend kommt noch bei TLC was ich gucken wollte. Und da werde ich es mir dann später noch gemütlich machen auf der Couch. Tobi will noch, wie gesagt, ins Büro fahren. Eigentlich wollten wir das morgen machen, weil wir jetzt noch theoretisch gar nicht zu Hause wären. Aber dadurch, dass der Tobi jetzt gesagt hat, nee, ganz ehrlich, morgen haben wir eh schon ein bisschen noch was zu tun, dann lass mich das jetzt machen. Ich fahre jetzt und gut ist. Ja, dann soll er das machen. Ich springe jetzt in die Wanne.
Und du? Kommst du auch in die Wanne? Nee, ne? Du hast gerade schon im Wohnzimmer geduscht. Hab ich gesehen. Ja, die Katzen kriegen auch noch Essen. Daily habe ich jetzt auch gerade gemacht. Und der da ist K.O. Das ist die ganze Fahrt eben im Regen, ey. So eklig. Wirklich. Man merkt, dass ich ein bisschen krank noch bin. Krank, nervös, gestresst bin. Ich habe so Zuckungen im linken Auge. Und ich habe auch Zuckungen hier oben im rechten Auge. Das kriegt Tobi mal richtig schnell, wenn er irgendwie so weiß, okay, es ist einiges, was zu tun ist. So, oh, ja, wir haben jetzt halt eine Liste gekriegt wegen dem Haus. Es wird nicht einfach, das haben sie uns alle gesagt. Es gibt einige Sachen, die noch vorher zu tun sind. Ja. Und ich fahre da jetzt gleich ins Büro, mache diese ganzen Anträge fertig, unterschreibe die, mache die Briefe fertig, checkt nochmal den Vertrag, den wir für die Erdarbeiten haben, jagt den auch mit den Unterschriften raus. Muss ich die Buchhaltung noch fertig machen? Ja, die Buchhaltung. Und ich habe dir jetzt dreimal angeboten, ich komme gern mit und helfe dir. Gut. Er will es nicht. Du kannst mir nicht helfen. Ich bin da so, ich bin super eigen da drin. Ich brauche in diesem Moment irgendwie meine gut. Ruhe. Ich wollte das eigentlich auch nur auf der Kamera haben, damit mir keiner vorwerfen kann, dass ich dir nicht helfe. Ist so. Kommt nie mit. So, klar. Genau. So, Schatz. Roll den Mensa, bra! Zahl den Mensa, bra! 180k! Jo, Leute, so, ich melde mich mal. Wir sind vor einiger Zeit, vor 4-5 Stunden nach Hause gekommen. Von unserem Termin, also von dem letzten Bemusterungstermin. Ihr seht hinter mir eine Pizza, die habe ich mir gerade eben ins Büro bestellt. Wir haben jetzt 22.30 Uhr. Ich bin mega im Arsch. Ich mache hier gerade alles für das Haus fertig. Das sind so viele Anträge, was man ausfüllen muss, was man sich durchlesen muss. Sowohl für Glasfaser bei uns im Haus, als auch die Wasserversorgung für Trinkwasser. Der Strom, der Antrag habe ich fertig gemacht. Wir haben die Änderung von der Heizung noch eine Änderung vorgenommen. Ich musste noch 235 die neue Adresse von uns mitteilen und ja, Buchhaltung habe ich gerade von mir gemacht. Ich mache jetzt noch gerade die Buchhaltung von Harren. Oh Gott. Also im Moment ist, glaube ich, also ich merke langsam, dass das Haus wirklich, wirklich, wirklich einfach an den Kräften zehrt. Es ist einfach so, auch wenn man Schlüssel fertig baut, also ich will gar nicht rumjammern, ne? Ich will gar nicht wissen, wie es ist, wenn man selber baut. Also wenn man nicht schlüsselfertig baut. Aber das ist schon gerade schon ein Punkt, wo ich mir denke, so, Alter. Wenn ich mir das vergleiche mit der Wohnung, die wir gekauft haben, das war einfach nix. Einfach gar nichts zu tun. Das war wirklich super easy. Ja, ich habe jetzt hier die ganzen Einschreiben fertig gemacht und sowas. Ja, wie gesagt, jetzt mache ich noch die Buchhaltung von Maren. Und fahre ich noch in die Tiefgarage runter zu meinem BMW, lade dann noch die Ersatzteile an, die ich im Mercedes habe, in dem BMW, weil der ja jetzt demnächst in die Werkstatt geht. Und so, und dann würde ich jetzt sagen, arbeite ich noch ein bisschen weiter und dann sehen wir uns. Ja, wir sehen uns gleich einfach. So, Leute, nach Hause gekommen. Wir haben jetzt 2 Uhr. Ich war bis vor einer Stunde noch im Büro. Boah, ich bin mega, 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 mega im Arsch einfach. Ja, ansonsten, ich war jetzt noch die letzte Stunde bei meiner Mom zu Hause. Hab ihr noch ein paar Unterlagen vorbeigebracht. Und ja, damit endet eigentlich auch schon der Vlog. Ich bin fix und fertig. Ja, Finny. Maren schläft schon die ganze Zeit. Was denn? Gibt's einen schönen Garten? Ja. Deswegen hau ich jetzt rein. Gute Nacht, Leute. Und wir sehen uns morgen früh wieder.